auf! Lasse! So, die Pflicht vor der Tür wieder. Fangen wir mal mit der Belehrung an. Keine Hunde, nur Funktionshunde, Blindenhunde beispielsweise, keine Fahrräder, keine spitzen Gegenstände, kein Alkohol und keine Waffen. Die Weisungen von mir und von den Ordnern sowie den anwesenden Beamten von der Polizei und von der Versammlungsbehörde ist bitte Folge zu leisten. Ja. Gut. Wenn noch jemand seine Stimme nicht abgegeben hat, was Demonstration im Dezember angeht, hier links, also von euch aus rechts, ist der Wahlurne, wir haben noch ein paar Zettel da, da liegt noch ein Stift. Ja, was war so los diese Woche? Wir hatten einen runden Tisch in Niederdorf am Dienstag, wie ihr alle wisst. Bürgermeister hat sein Wort gestanden, wir haben uns am Dienstag im Gemeindeamt eingefunden. Gestern Abend wurde runde Tisch in Stolberg, war ich auch dabei, mit dem Klaus-Jürgen, der natürlich einen Stolberger Oberbürgermeister gefragt hatte. Und es waren noch so Ereignisse. Wir hatten in Paris, letzte Woche nach der Demo, der Anschlag. Es gibt die unterschiedlichsten Meinungen, warum, wieso, weshalb und wer die Drahtzieher von dem Ding waren. Ich sag mal, das Schlimme ist, dort sind wieder Menschen ums Leben gekommen. Und sind wieder von einer Sache gestorben, die keiner nachvollziehen kann. Es hat sich dann noch herausgestellt, dass dieser russische Flugzeugabsturz, der vor ein paar Wochen stattgefunden hat, wohl ähnliche, geartete, religiöse Fanatiker diesen Anschlag zu verantworten haben. Dann war dieses Länderspiel, was abgesagt worden war. Meine persönliche Meinung dazu, ich habe unsere Bundeskanzlerin schon mehrmals live erlebt, unter anderem in Afghanistan. Ich durfte nicht mal in meinen eigenen Unterkunftsshelter einziehen, weil die Kanzlerin nebenan geschlafen hat, weil die Securities der Meinung waren, dass sie die Kanzlerin vor ihren eigenen Soldaten schützen muss, dass wir ihr nichts antun. Deswegen meine Meinung dazu, wenn irgendein Kanzler von uns in irgendeinem öffentlichen Gebäude ist oder im Stadion, da kann ich mal eine Maus auf gut Deutsch gesagt Furz lassen. Das kriegen die mit. Könnte vielleicht doch damit zusammenhängen, dass dort deutsche und niederländische Fußballfans geplant hatten, 90 Minuten lange Feuerwerk abzufeiern, à la Merkel muss weg mit Ballern drum und dran. Ich denke, wir werden das nie erfahren, was der wirkliche Grund war. Aber auch euch bitte ich alle mal drum, gerade für Paris, vor dem Absturz des russischen Flugzeugs, und auch dafür, dass bei uns in Deutschland zu dem Länderspiel nichts passiert ist, wenigstens eine Minute lang mal ganz kurz den Opfern zu gedenken. Ich denke, das haben sie alle verdient. Dankeschön. Gut, kommen wir jetzt zum Wesentlichen. Wir haben heute einen Redner zu Gast, der Pierre aus Bayerfeld nennt er sich. Der wird im Anschluss an meine Worte etwas an euch richten. Runder Tisch Niederdorf. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Wir hatten uns dazu entschieden, dass wir uns erstmal alleine mit dem Bürgermeister zusammensetzen. Ein zweiter wird folgen, der ist nächste Woche. Das sind dann auch die ganzen Unterstützerverbände, Diakonie und die Kirche mitgeladen. Ja, was ist rausgekommen? Erstmal, es gibt ja verschiedene Immobilien im Dorf, wo die Leute immer wieder sagen, ey, was passiert denn da, könnt dort eventuell auch noch Flüchtlinge reinkommen. Da hätten wir auf einer Seite unser Objekt Turnhalle. Ich sage es immer wieder, die Turnhalle gehört Niederdorf, die ist nicht kreiseigen. Und solange sich niemand weiter über Gesetze hinwegsetzt, ist mit keinem Bezug in der Turnhalle zu rechnen. Sollten sich natürlich über geltendes Recht hinwegsetzen, die Herren, die das zu entscheiden haben, wo Bezug stattfindet, dann kann es natürlich auch passieren, dass die Turnhalle fällt. Das zweite Objekt, was einige im Dorf kritisch sehen, das ist der Fliesenschilling. Der befindet sich unten gegenüber vom Aldi, die Straße rein. Das war auch das, was wir vor ein paar Wochen mal in der Presse lesen konnten. Bayer erpresst Niederdorf, weil dieses Grundstück gehört nicht Niederdorf, das gehört in Bayer. Und der hat damit gedroht, das ans Land zu verkaufen, damit dort Flüchtlinge untergebracht werden können. Erstens hat die Gemeinde dort das Vorkaufsrecht. Es wurden genügend Rückstellungen für den Haushalt nächstes Jahr gebildet, um das Objekt aufkaufen zu können, sollte ein Verkauf stattfinden. Und zweitens gehört die Einfahrt der Gemeinde Niederdorf und nicht dem Bayern.
Dort wird in Kürze ein Tor installiert. Anwohner, die dort durch müssen, bekommen einen Schlüssel. Und ansonsten hat dann niemand das Recht, vor allen Dingen Baufahrzeuge, ohne Zustimmung der Gemeinde, diese Einfahrt und dieses Tor zu passieren. Also selbst da ist ein Riegel vorgeschoben, da kann nichts passieren. Und das finde ich toll, dass unsere Gemeinde, unser Bürgermeister allen voran und unser Gemeinderat so weit denkt und sich auch den Kopf macht und sich nicht, wie andere, nichts drum scherzt, sondern Zahn der Zeit erkannt hat, dass alles in Gefahr ist. Dafür mal bitte einen kleinen Applaus für unsere Vertretung. Die Schülerbeförderung läuft auch an. Die Eltern, die es betrifft, die haben ja alle Post bekommen. Ab nächste Woche Montag, klassenunabhängig, altersunabhängig, gibt es zwei zentrale Punkte in Niederdorf. Die Eltern wissen Bescheid, wo die Kinder eingesammelt werden, zu den Schulen gefahren werden und noch wieder abgeholt werden. Also das Versprechen von der ersten Bürgerversammlung wurde umgesetzt. Und dann war noch ein zweiter Punkt, und das waren Selbstverteidigungskurse für Frauen und Kinder im Dorf. Der Bürgermeister hat gesagt, da will sich drum kümmern. Wir haben das Thema zum runden Tisch noch mal angesprochen und haben einen Kompromiss gefunden. Die Gemeinde stellt die Turnhalle zur Verfügung. Und wir von der Bürgerbewegung, wir haben uns den Namen Heimattreue Niederdorf gegeben, wir tragen die Kosten dafür. Und alle Frauen, altersunabhängig, und alle Kinder bis zum 18. Lebensjahr können sich bei uns melden, entweder bei den Ordnern bzw. bei den Organisatoren. Wir sind ja nun hinlänglich bekannt. Wer Interesse hat, an so einem Kurs teilzunehmen. Und wenn wir es hinbekommen, das ist immer die Frage, wir haben jemanden an der Hand, wird im Dezember der erste Unterricht stattfinden. Es ist aktuell geplant, einmal im Monat 2 Stunden, dass es dann jeden Monat durchgeführt wird. Es kommt natürlich dann auch an auf die Masse der Teilnehmer, ob wir das nochmal aufsplitten in Jüngere und Ältere, dann wird das natürlich häufiger stattfinden. Aber wir schauen jetzt erstmal, wie die Resonanz ist. Und jetzt sagen wir nicht nur, dass wir Demokratie wollen und Volksentscheide, sondern wir stehen auch dazu. Und wir hatten natürlich auch andere kritische Stimmen. Jetzt sagen wir, es gibt einen Kurs, um den wir uns kümmern, für Frauen und Kinder aus dem Dorf. Natürlich kommen auch dann gleich Kritiker um die Ecke und sagen, na, was ist denn dann mit den Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingskindern? Die wohnen ja auch in der Gemeinde, die können auch zu einem Selbstverteidigungskurs gehen. Unser Standpunkt ist da ganz klar, wir sind die Bürgerbewegung Niederdorf, wir machen das hier für die Bürger von Niederdorf, wir kümmern uns um die Bürger von Niederdorf und Menschen, die in meinen Augen keine Abgaben zahlen und zwangsweise auf dem Grundstück, was im Kreis gehört, hier bei uns einquartiert werden, sind keine Bürger von Niederdorf. Aber es war ein Vorschlag, wo wir gesagt haben, okay, kann man ansprechen, deswegen machen wir jetzt Folgendes. Ich werde jetzt von 3 runterzählen. Und jeder, der dafür ist, dass wir auch die Flüchtlingsfrauen und Flüchtlingskinder zu diesem Selbstverteidigungskurs mit einladen, der ruft ja. Ich zähle jetzt runter. 3, 2, 1. Und damit uns kein Wahlbetrug vorgeworfen werden kann, müssen wir natürlich auch die Gegenprobe machen. Und jeder, der dagegen ist, der ruft, wenn ich runtergezählt habe, einfach nein. 3, 2, 1. Nein! Also ich würde mal sagen, das war einstimmig. Wir haben den Hinweis, die kritischen Stimmen, die uns einen anderen Gedankenanschluss gegeben haben, haben wir beachtet. Ich habe ja gerade eine Wahl durchgeführt. Das Dorf ist dagegen. Okay, das könnt ihr uns nicht vorwerfen. Dankeschön. Was gab es noch am runden Tisch? Das Thema Spielplatz. Und da bin ich mit dem Bürgermeister einer Meinung. In Anführungsstrichen, so ein lapidares Thema wie Spielplatz hat unsere Gemeinde ganz schön gespalten. Wir hatten zur ersten Bürgerversammlung beschlossen, dass da geschlossen bleibt. Das Dorf hat abgestimmt und der Bürgermeister hat es dann wieder aufgemacht, ohne dass eine Abstimmung erfolgte. Dass da jetzt so ohne weiteres nicht wieder geschlossen werden kann, das leuchtet sicherlich auch jeden ein. Deswegen haben wir den Bürgermeister darauf hingewiesen, ob er über den Gemeinderat prüfen würde, ob es möglich ist, eine Kamera zu installieren. Sprich, dass eine Kamera an dem Spielplatz steht, da wird permanent gefilmt. 24, 48 Stunden erfolgt eine Aufnahme und wenn in der Zeit nichts passiert ist, wird es dann nach 1 bis 2 Tagen automatisch wieder überspielt. Ich sag mal, es ist generell, sag ich mal, in der heutigen Zeit, das hat jetzt nicht unbedingt mit dem Thema Flüchtlingen zu tun, aber ich sag mal, die Zeiten sind generell ein bisschen heißer geworden, wie wo wir alle mal jung waren. Und es ist keine verkehrte Sache, er prüft es ab, lässt es den Gemeinderat abstimmen und ja, es ist immer eine öffentliche Sitzung, ihr könnt am Montag gerne bei der Gemeinderatssitzung mit dran teilnehmen und da werden wir das Abstimmungsergebnis bald wissen.
das, was, sag ich mal, so ist grobes beim runden Tisch rausgekommen ist. Also wir haben erstmal unsere Meinung, also wir haben ja euch vertreten, vor dem Bürgermeister haben wir klar gemacht, der Bürgermeister hat uns seinen Standpunkt klar gemacht, er steht auf jeden Fall hinterm Dorf, sprich er will, dass sich die Gemeindenähe spaltet und dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam und sicher durchstehen. Und ich denke, da haben wir, auch wenn er noch jung ist, auch wenn er noch nicht so lange unser Bürgermeister ist, haben wir, denke ich, einen richtigen Ort an diesem Platz gewählt. Und der Roland Lippmann, was der geschiedene Bürgermeister ist, steht mir auch immer noch eng und beratend zur Seite. Und ich muss jetzt gleich mal einen Schulterschluss machen zum runden Tisch in Stolberg. Also Leute. Halt dich zurück! Also ich bin gestern, ich bin ja nicht gläubig, aber ich bin gestern vom Glauben abgefallen. Also ich fange mal mit dem an, wie der runde Tisch aufgehört hat. Erstmal, wir haben es dazu geschafft, dass der Stadtrat von Stolberg, der Linken angehört, zukünftig unsere Demos besucht. Das ist schon mal für mich ein Erfolg, weil das eigentlich einer mal von denen ist, der das verstanden hat, dass es hier nicht um eine politische Überzeugung geht, was wir hier auf die Beine stellen, sondern hier geht es um was ganz anderes. Der hat es allen voran mal begriffen. Er hat diesen runden Tisch mit den Worten beendet, er würde sich beim nächsten drüber freuen, wenn mal Zahlen dargelegt werden vom Bürgermeister und von dem Vertreter, der anwesend war vom Landratsamt, der den ganzen Tag nichts anderes macht, als sich mit dem Thema Asyl im Erzgebirgskreis zu beschäftigen. Zahlen, die sagen, wie viele sind mittlerweile angekommen im Erzgebirgskreis, wie viele sind noch da, wie ist der Stand der Integration und wie ist der Stand der Asylanträge, der Bearbeitungsstand. Das sind ja, sage ich mal, Zahlen, die sie raussuchen und präsentieren können. Und jetzt haltet euch fest, die wissen es nicht. Die wissen es nicht. Sie würden uns die Zahlen gerne geben, aber sie können uns keine Zahlen geben. Die Aussage ist, das Problem ist, wir wissen nicht genau, wie viele kommen. Wie viele zusätzlich dann bei den Leuten, die hier eine Unterkunft besuchen, einfach, sage ich mal, mit Unterschlupf suchen, sich mit reinmogeln. Sie kann keine Kontrolle drüber, wer dieses Gelände, die Wohnungen, wo sie drinnen leben, verlässt. Es gibt keine Auszeichnungen drüber. Die können uns nicht sagen. Und in der Art und Weise, wie sie uns das gesagt haben und der Gesichtsausdruck, die ganze Mimik und Gestik dazu, ist es erschreckend zu wissen, dass sie eine Tasche vollgehauen haben. Die wissen es wirklich nicht. Also der Grundtenor, da waren halt aber andere Fragen im Raum, wie geht's weiter, was passiert, es weiß keiner. Es weiß weder ein Bürgermeister noch einer vom Landratsamt, noch Stadträte, noch Helferorganisationen, niemand weiß, wie es weitergeht. Das ist erschreckend, finde ich. Das ist erschreckend. Aber ich denke, das haben wir auch alle erkannt. Ich sag mal, 1617 Mann kommt bis Ende des Jahres noch in den Erzgebirgskreis. Sie haben jetzt schon Probleme, dass sie Minimum 1000 Mann gar nicht wissen, wie sie es so unterbringen können. Und dann reden wir nur bis 31.12. zu. Und dann geht es wohl ein neues Jahr los, aber da werden die Uhren auf Null gestellt und dann kommen wieder 400 bis 600 Mann pro Woche. Ja? Ich habe jetzt gerade aus erster Hand erfahren, dass ein Niederdurchschnitt seitens der Gemeinde schon auf die Bürger zugegangen wird. Die werden angeschrieben, ob sie nicht privaten Wohnraum zur Verfügung stellen können, weil sie keine Kapazitäten haben. Daraufhin haben sich auch Bürger und Niederdurchschnitt zusammengeschlossen und haben mal eine Anfrage gestellt beim Bürgermeister, inwiefern es denn möglich wäre, sich mal gemeinsam an den Tisch zu setzen und die Problematik mal zusammen anzugehen. Wir haben vor einer Woche diesen Brief an den Bürgermeister aufgesetzt, bis heute keine Antwort. Dann haben wir gestern festgestellt, also es waren zwei Kirchenvertreter da und einer, ein Sozialarbeiter, der das Ganze auch mit unterschied, die sind auf gut Deutsch gesagt auch an ihren Grenzen angekommen. Sie versuchen halt noch, Leute zu animieren aus ihren Kirchen und aus ihren Helferkreisen. Sie kennen es eigentlich personaltechnisch, sind so, krauchen sie auch schon, auf gut Deutsch gesagt, auf dem Zahnfleisch. Zwischen den Zeilen kann man es rauslesen, offiziell formulieren sie es noch ein bisschen netter. Kernaussage war, ja, wir wissen schon, dass das kein Ende nimmt und dass wir irgendwann am Ende ihrer Kräfte sind. Aber vielleicht halten wir es ja auch ein Jahr durch, vielleicht doch zwei Jahre oder drei Jahre. Aber ich sag mal, die sind wirklich gewillt, den Gaul so lange zu reiten, bis er tot ist. Und das ist schlimm. Dann haben wir uns mal ein bisschen nach vorne gelehnt und dann habe ich persönlich zur Kirche gesagt, okay, ich sag mal, die Leute, die da sind, damit müssen wir leben. Kriegt man auf gut Deutsch gesagt nicht so einfach wieder los. Also sollten wir versuchen, vielleicht auch die Leute in dem Maße zu integrieren, dass sie mit uns einigermaßen friedlich und unsere Werte erhalten zusammenleben können. Da habe ich der Kirche Folgendes gesagt. Das Problem ganz oben an der Spitze, also mit den Demonstrationen, die wir hier so durchführen, ich sag mal, das wird Berlin in meinen Augen belächeln, das nehmen die gar nicht wahr. Deswegen ist die Veranstaltung an dem 27.11. auch so eine große Chance, wenn wir mal endlich eine Masse auf die Straße kriegen.
Ich habe der Kirche gesagt, ich kümmere mich darum, Unterstützer zu finden, die euch bei dem aktuellen Problem unterstützen, dass euer Personal auch nicht so geschlaucht wird. Im Gegenzug erwarte ich von euch, dass ihr unsere Meinung endlich mal anerkennt, dass es hier nicht um Politik geht, sondern dass sich generell politisch etwas ändern muss. Und es geht nur, wenn sich das Volk auflehnt. Die Kernaussage von der Kirche war auf meine Frage hin, nein, die wollen das nicht. Es ist nicht gewünscht. Es ist nicht gewünscht. Wir haben das Angebot jetzt einmal gemacht. Ich werde das Angebot auch nie wieder machen. Sollten Sie mal einen Diskurs mit uns suchen und auch irgendwann endlich mal die Einsicht haben, dass wir es nur gemeinsam schaffen können, Gegner wie Helfer, auf gut Deutsch gesagt, dann können Sie gerne auf uns zukommen. Aber ich habe auf gut Deutsch gesagt, langsam die Schnauze voll. Ich mache ja nicht Angebote nach außen, dass sie auf uns zukommen sollen, mal mit uns reden, anstatt über uns. Und jedes Mal wirst du belächelt, es wird Nein gesagt, mit Füßen getreten. Sollen Sie mich als Nazi bezeichnen, wenn es die Glückliche macht, mein Segen haben Sie. Das zum runden Tisch in Stolberg. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die ärmste Sau gestern Abend an dem Tisch, das waren meine Ohren, der Vertreter von der freien Presse. Also ich glaube, mit dem möchte ich nicht tauschen, in einigermaßen vernünftigen, neutralen Artikel darüber zu schreiben. Ich bin echt gespannt. Ja. Das ist so der grobe Abriss, die zwei runden Tische, die stattgefunden haben. Im Dorf an sich ist nichts passiert. Also es ist jetzt keine Gefahr von den Menschen ausgegangen, die hier in unsere Mitte gebracht wurden. Ich habe mich natürlich aber wieder mit Verkäuferinnen unterhalten. Es ist so in den Läden nichts passiert, aber ich glaube den Frauen, wenn sie zu mir sagen, die sind jetzt 3 Wochen da, mittlerweile ist es schon so weit, dass gerade Männer, die mit Geld bezahlen, ihre Hand wegziehen, wenn sie das Wechselgeld zurückbekommen. Die wollen halt nicht, dass die Frauen die berühren. Und die Verkäuferinnen sagen auch dazu, und das ist nicht nur etwas, was wir merken, sondern das merkst du an der Körpersprache an und vor allen Dingen an den Blicken, die dir da entgegengebracht werden. Es ist jetzt kein Vorfall, der irgendwie gemeldet wurde oder sonst irgendwas. Aber schick mal eine Frau oder die Frauen, die dort seit Jahren in dem Geschäft arbeiten und die jetzt, wie ich immer so schön sage, an vorderer Front jeden Tag mitbekommen, welche Mentalität und welches Auftreten da vorhanden ist, den glaube ich das schon, wenn die mir das sagen. Ja. Deswegen kann ich auch immer noch wieder so sagen, wenn ihr mal an der Ecke seid und ihr braucht eine Flasche Cola, ihr braucht ein Brot, fahrt mal in Norma vorbei, fahrt mal in Aldi vorbei, schlendert dort mal durch, haltet die Augen auf. Es gibt dort leider keine Securities, die Frauen sind dort immer alleine. Teilweise stehen sie oben nochmal alleine. Wollen wir hoffen, dass es weiterhin ruhig bleibt, aber seid aufmerksam und wachsam. Es muss doch nicht. Ach, was passiert? Entschuldigung. Das wäre so nett, wenn ihr da alle mal mit anpackt. Das wären im Groben meine Worte, die ich an euch richten wollte. Jetzt liegt nur noch eins am Herzen, der 27.11. Ich versuche es jetzt nochmal so zu erklären, dass alle Missverständnisse aus dem Weg geräumt sind. Angedacht war, jetzt speziell für die Niederdorfer, dass wir uns hier treffen am 27.11. und nach Stolberg laufen. Das funktioniert so aber nicht. Da hängt ein bisschen mehr dran. Es ist keine Veranstaltung in Stolberg, wo 400, 500 oder 1000 oder 2000 Mann kommen. Wir schätzen vorsichtig zwischen 3.000 und 5.000. Ich habe von offizieller Seite erfahren, die planen mit wesentlich mehr. Wesentlich mehr. Und wenn die Behörden schon mit wesentlich mehr planen, dann wissen wir, dass noch ganz viel mehr kommt. Es sind Spitzenredner dort und der Plan ist folgendes. Es wird 3 Startpunkte geben. Ein Startpunkt ist oben am Schloss Honig. Da werden so die ganzen Bürger hinkommen. Die aus Dulm, aus Schwarzenberg, Zwenstrieben, die treffen sich alle oben im Honig. Da wird 18 Uhr eine kleine Kundgebung stattfinden. Und 18.30 Uhr circa laufen die dann los Richtung Marktplatz in Stolberg. Für die Niederdorfer, Jansdorfer, Lugauer, Hohensteiner, die alle so aus der Ecke kommen, wird der Treffplatz oben am Kreisverkehr sein, ATU, Saartankstelle. Dort treffen wir uns gegen 18 Uhr alle. Genügend Parkplätze sind vorhanden, macht Fahrgemeinschaften, gerade Ältere oder die kein Auto haben, stimmt euch vorher ab. Dort ist unser Treffpunkt, es wird eine kleine Kundgebung geben, paar einleitende Worte. Dann laufen wir dort von 18.30 Uhr los, die Straße runter Richtung Marktplatz. Und dasselbe wird nochmal beim Kaufland in der Ecke geschehen. Da kommen die ganzen anderen, Zwickauer, wenn was von Driem rüberkommt. Die treffen sich dort und laufen dann, ist es die Zwickauer Straße, beim alten Kinderheim, dort nur noch, und machen dann über die Herrenstraße zum Stolberger Markt. Also es gibt 3 Startpunkte. Wir treffen uns also nicht bei Honig, laufen zur ADU, zum Kaufland und zum Markt. Nein, 3 Startpunkte. Okay? Alles nochmal nachzulesen unter stolberg-patrioten.de. Ansonsten fragt der Ordner, schreibt uns an. Ihr wisst, wo wir wohnen, kommt vorbei, klingelt. Ich erkläre euch, das ist gerne nochmal kein Problem. 18 Uhr,
18:30 laufen wir los, wenn er 10 Minuten später kommt, 18:30 da sein. Und für alle, die wirklich sagen, nee, da habe ich keine Lust, vielleicht ist das Wetter auch nicht so schön, der Schillerplatz ist auch abgesperrt, dort könnt ihr eure Fahrzeuge abstellen und könnt auch, wenn ihr sagen wollt, ich bin zu alt, ich stimme mir das nicht mehr an, ich habe Kinder dabei, könnt ihr euer Fahrzeug dort abstellen und könnt direkt zum Markt kommen. Es sind drei Spitzenredner da. Dürfen das zum Tag werden? Tatjana Festerling wird sprechen. Der Franzose Stefan Simon, der Franzose. Und Kurt Schumacher. Hey, Kurt Schumacher. Und ein ganz geheimer Gast, dessen Namen wir nicht nennen, Kurt Schumacher. Also wirklich top Leute, die sich da angekündigt haben. Das wird eine ganz runde, eine ganz feine Sache. Eins liegt mir noch am Herzen und das fand ich wirklich sehr toll. 17 Uhr wird die Stolberger Jakobikirche ein sogenanntes Friedensgebet abhalten für Menschlichkeit. Das ist weder gegen uns noch für uns gerichtet, einfach nur ein Friedensgebet. Wer Interesse hat, daran teilnehmen. Die haben uns auch schon signalisiert, dass einige von dieser Gemeinde mit dabei sein, die sogar auf der Demo mitlaufen und auf der Kundgebung sind. Es ist auch aktuell eine Gegendemonstration angemeldet, die wird am Stolberger Bahnhof stattfinden, nur dass ihr Bescheid wisst. Die Resonanz scheint nicht zu groß zu sein, aber es gibt ein gutes Sicherheitskonzept, macht euch keinen Kopf. Gibt's wegen den 27.11. gerade noch Fragen, die ich beantworten kann? Okay. Ich find's auch schade, dass wir nicht von Niederdorf laufen können. Aber es geht nicht anders. Ansonsten kann ich noch erst zu sagen, danke, dass ihr wirklich freitags kommt. Wir sehen uns wirklich als Bürgerbewegung von Niederdorf. Wir sind alle heimattreu, wir sind alle Niederdorfer. Deswegen heimattreue Niederdorf. Mit dem, wie wir euch verköstigen und mit dem, was ihr uns freiwillig gibt, machen wir auch keinen Blödsinn. Wie gesagt, der Selbstverteidigungskurs ist das Erste, was wir damit ins Leben rufen. Es ist was für die Gemeinde, für die Menschen, die hier leben. Danke noch einmal auf jeden Fall. Geht weiter auf die Straße. Wir sorgen weiter dafür, dass wir versuchen, die Zahl in Niederdorf so gering wie möglich zu halten. Knapp 100 Mann sind da. Selbst Menschen aus der Heimleitung geben schon inoffiziell nach außen, dass das schon auf gut Deutsch gesagt Kotzgrenze ist. Wenn mehr kommen würden, würden sie selber nicht einmal stemmen können. Schön, dass da schon die Einsicht da ist, aber wie wir alle wissen, die werden uns die Bude voll machen. 250 bis 300 Mann sind im Gespräch. Es gibt noch über Mittel und Wege, wie unsere Gemeinde versucht, das zu verhindern. Aber das Problem, was wir haben, es ist ein Kreisgrundstück, es gehört uns nicht. Was auch wieder ein Vorteil ist, wir haben wirklich null Kosten, was das angeht. Das muss alles der Kreis bezahlen. Und ja. Kommt weiter her, wenn es Fragen gibt, Anregungen, kommt auf uns zu. Wir gehen auch nachher wieder ein kleines Runden spazieren. Einen Gefallen bitte. Wenn wir unseren Gedächtnishalt auf der Dorfstraße wieder durchführen, bitte unterlasst es, beleidigende Worte Richtung Heimgelände zu richten. Das wirft einen Blick auf uns, den wir einfach nicht brauchen. Ruft, wir sind das Volk, singt anderen Günther, aber ich möchte Worte wie Kanacken, Vollidioten oder Assis, möchte ich dort bitte nicht mehr hören. Wenn ihr sowas sagen wollt, schreit es in die Faust. Aber gebt denen keine Steilvorlage, uns auf gut Deutsch zu sagen, an den Herrn zu küssen. Dann würde ich das Wort jetzt an Pierre übergeben. Dankeschön.